Liebe Freunde, die Grätsche diesmal mit einer echten Sumbergerin. Sie ist dort die Kaffeefee. Genau. Und ist zum ersten Mal hier nach Dresden gekommen. Nein. Zum zweiten Mal hier nach Dresden gekommen. Zum dritten Mal. Nein. Sondern? Zum hundertsten Mal. Und ich komme immer wieder nach Dresden. Aus Sumberg. Aus Sumberg. Das ist übrigens Sonneberg, dort, wo die Heimat ist, von Gabi Häfner, von Reinhard genau, Häfner. Genau, Reinhard Häfner. Der wird sich jetzt auch freuen, dass es der würde sich geklappt auch freuen. Hat. Genau. Ja? Hast du Ahnung vom Fußball oder kommst du bloß mit, um die Männer zu stützen? Damit die Männer, oder musst du fahren? Nö. Also ich muss weder fahren, aber ich habe Ahnung vom Fußball. Jetzt muss ich dir eine ganz entscheidende Frage stellen. Wie ist das in deinem Leben mit der Hand geregelt? Liebe Freunde, wir merken schon, das hat irgendwas ganz Besonderes. Dieser Spieltag, der drittvorletzte, Dynamo Dresden hat den Klassenerhalt erzielt. Und alle wissen überhaupt nicht mehr, was ich sie frage. Sie antworten einfach drauf los, aber aufgepasst, es gibt auch welche, die genau wissen, dass sie auf die Fragen ordentlich antworten. Es kann ja nicht jede Sumbergerin kommen wie diese junge Frau und dann auf einmal irgendwie denken, wir haben heute schon 3 Uhr und hauen irgendeine andere Kassette rein. Wir machen weiter, Zimis Grätsche. Ja? Und das, da bin ich auch hart, weil es kann nicht sein, dass wir abgleiten. Dynamo Dresden in der vierten Saison, das ist das A und O. Und um was es heute ging, um was es gegangen ist und was sein wird, guckt es euch an. Hört mal bitte auf diese herrliche Stimme einer normalerweise singenden Lerche. Der Lerche blickt heute nicht mehr, weil ich bin total heißer. Ich kann nicht mehr. Der Käfer ist gegessen, ist alles kaputt und wir sind dabei gewesen. Ist geil, Dynamo bleibt oben. Und in der vierten Saison? Richtig. Und es passt alles. Und es ist alles wunderschön. Wie gesagt, mit dem Schwuppi. Es ist alles wunderschön. Zum Schwuppi kommen wir gleich noch. Wir müssen nämlich sagen, dass seine Söhne alle im Kreuzchor gesungen haben. Nur bei ihm ist jetzt der Stimmbruch. Stimmt das? Das stimmt. Meine großen Söhne haben gesungen, da können sie nachgucken. Das ist aber über ungefähr, sag ich mal, 15 Jahre her. Aber du hast dich ja heute richtig fertig gemacht. Ich habe mich nicht fertig gemacht. Ich habe nur für meine Dynamo gestanden. Nur für meine Dynamo. Und das zählt und nicht mehr. Jetzt wolltest du über Schubert noch was erzählen. Hast du zumindest angedeutet. Ich habe angedeutet, ich bin froh, dass Schubi raus ist, meine Meinung. Und ich bin froh, dass unser Wiegers dabei ist. Weil das ein Vollprofi, der 2 Jahre lang nicht gestanden länger, hat? Länger schon und nie irgendwo akzeptiert wurde. Ja, das glaube ich nicht. Doch. Als Stan Breitprofi und ich glaube, er hat es sich heute verdient. Wenn ein Wiegers da gewesen wäre, schon vorher, wenn der Vertrag mit Bingen nicht gemacht wurde, den ganzen Scheißdreck, hätte mein Wiegers da gestanden und hätte den ganzen Tag genauso gemacht. Und, wie darf ich das ausdrücken, der Schubert hat uns alle verarscht. Der Menge wurde verarscht, wir wurden verarscht. Und der Schubert hat besessen um den Verein. Ich sage doch nichts mehr dazu. Gott, jetzt ist erstmal hier Schluss, jetzt kommst du. Was Thema Schubert jetzt betrifft, ne? Größte Niederlage bis jetzt für den Sportgeschäftsführer und den ganzen Verein. Das ist einfach nicht akzeptabel, so wie das alles gelaufen ist, aber wir müssen die Kröte schlucken. Wie er gestern in der PK gesagt hat schon, es hat hohe Wellen geschlagen, FLS ist ins Meer gesprungen und er hat hohe Wellen geschlagen. Wir können nur hoffen, dass diese Wellen bei Zeiten wieder kleiner werden. Und Gott sei Dank, ich sage es immer wieder, heute den Klassenerhalt in meinen Augen geschafft. Saison abhaken. Im Sommer jetzt hat der Ralf Minge viel zu tun. Oh ja. Sehr viel zu tun. Ich würde sagen, hier muss doch endlich mal eine Struktur rein. Eine Struktur rein, hier muss der Kader, aber jeder Stein umgedreht werden. Und ich sage immer wieder, wir haben jetzt 2 Jahre den Klassenerhalt mit Mühe und Not geschafft. Erstes Jahr war 5. Platz, war gutes Jahr. Gut.
darüber rede ich jetzt. Das war ein super Jahr. Aber es war vielleicht auch das erste Jahr, wo uns so viele unterschätzt haben. Zwei Jahre jetzt haben wir, aber mit Mühe und Not. Das möchte ich kein drittes Jahr erleben. Also hier muss eine Entwicklung ja irgendwo zu sehen sein. Wir haben ja schließlich einen Traum. Ich für meine Meinung sage, im Sommer muss vielleicht jetzt am Kader auch mal dran gedacht werden, echt zu verstärken. Und nie wieder nur Leihspieler, junge, hoffnungsvolle Talente. Wobei der Burnic, der jetzt Leihspieler ist, wenn super. Der jetzt einen Vertrag kriegt, wäre so schlecht nicht. Burnic wäre, habe ich heute im Stadion gesagt, wäre ich froh, wenn er hier ein Jahr verlängert. Oder wenn Dortmund sagt, ihr könnt ihn ein Jahr länger behalten. Und ihr wirst es nicht glauben, gerade bei der Pressekonferenz hat der Trainer dasselbe gesagt, er würde gerne mit Burnic weitermachen. Genau. Und voll meine Meinung, weil er war ein echter Verstärker. Also in meinen Augen das halbe Jahr, wo er jetzt da ist. Oder weißt du überhaupt, wie viele Tore der Burnic geschossen hat? War das nicht heute das erste? Ja! Richtig. Hey! Ist ja fast der 16.000 Euro Frage beim Jahr auch, du! Richtig. Die Saison ist Gott sei Dank fast zu Ende. Wir haben es geschafft, kann man heute so sagen. Und im Sommer muss hier jeder Stein umgedreht werden. Und ich hoffe mal, es werden die richtigen Entscheidungen im Sommer hier getroffen, dass wir auch mal sportlich eine Perspektive haben, die uns größere Ziele anvisieren lässt. Wir haben ja schließlich einen Traum. War es viel Schwein? War es viel Glück? War es Spielglück? War es Handglück von Fiello, der gesagt hat, ich nehme jetzt den Schubert raus, ich nehme den Wiegers rein. Erzählt mal, wie habt ihr es empfunden? Also ich muss sagen, es war auf jeden Fall richtig, den Schubert rauszunehmen. Ja. Höchste Zeit. Nichts gegen Schubert. Für mich sportlich super, aber ist wahrscheinlich falsche Berater, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es richtig, den rauszunehmen. Und die Mannschaft hat heute gezeigt, dass sie Eier hat, dass sie wollen, dass sie eine Mannschaft sind. Und von Patrick Wiegers hat mich extrem gefreut. Ja. Ja. Extrem gefreut, weil mehr Dynamo als er geht eigentlich nie. Stimmt, ne? Zwei Jahre sitzt du auf der Bank. Ja. Zwei Jahre machst du Standby-Profi. Ja, ja. Und ist da. Zwei lange Jahre, da. Keine Spielpraxis. Und dann bist du aber von der ersten Sekunde an voll da. Ja. Was also, sagst du dazu? Großes Kino. Großes Kino. Für mich hat mich für den Patrick Wiegers riesig gefreut. Ja. Er hat es mehr als verdient. Das denke ich auch. Und ich finde die Mannschaft total cool, wie sie es gemacht haben, den Rücken zu stärken für den Patrick. Aber ich denke eher, der hat da Abwehr den Rücken gestärkt, so wie er gespielt hat. Aber das kann jeder sehen, wie er will. Das gehört alles dazu. Aber ne? Drei Punkte. Ist es sicher? Doch, kann. Also ich denke ja. Ich traue Magdeburg mindestens 6 Punkte zu, schon. Ja, aber 6 sind die 9. Aber 6 sind die 9, genau. Ja, so ist es. Genau. Unser Mingus soll mal ruhig schlafen, durchschlafen, unser Pate. Tiefluft holen. Okay. Schlafen, durchschlafen, in sich gehen. Wir stehen hinter Minge. Es ist viel Schlimmes passiert. Das ist nie richtig. Beide Seiten haben Fehler gemacht. Der größere Fehler liegt nie beim Paten. Das ist meine Meinung. Persönlich. Er wird wahrscheinlich in diesem Haifischbecken jetzt auch nicht mehr diese Geschichte da machen und sagen, ich vertraue. Das ist vorbei. Ja, ja, ja. Oder? Ist lieb, aber es ist schade, weil es eigentlich unseren Verein auszeichnet, finde ich. Das war. Aber daraus hat er gelernt. Schade. Ja. Aber das sind Sachen, ich glaube, die erleben wir nur hier in Dresden. Ja. Das gibt es ja nicht. Genau. Aber genau, das, was andersrum gelaufen ist vom Herrn M., das geht in meinen Augen nicht. Jetzt wisst ihr gar nicht, dass das eigentlich gar kein Handelfmeter war. Der schießt den von hinten aufs Kreuz und von dort springt der Ball an. Ach so, ja. Wir waren weit weg. Wir haben beide überlegt. Ich habe nicht gedacht, scheiß Handregeln. Geht gar nicht. Schafft den Mist ab. Wie soll es weitergehen in der neuen Saison? Ihr nehmt ja dann, wenn es wieder losgeht im August, euch alle was vor. Und da muss der Dynamo sich auch was vornehmen. Ja. Was könnten wir denn so als Vision? Ihr habt ja eine Vision alle. Haben wir ja, ne? Diese Vision. Irgendwann. Ja, du genauso. Irgendwann. Ich weiß nicht, ob ich es noch erlebe. Aber 2 Jahre so weiter kann es nicht gehen. Ne? Wie jetzt? Nee. Aber ich muss sagen, ich bin der Meinung, ich stehe da voll in dem Ralf. Lieber spiele ich noch 5-6 Jahre zweite Liga. Keine Ahnung, ist mir egal. Aber ich will nicht
dass hier irgendeiner herkommt und sagt, wir machen jetzt das und das und kommen irgendwelche Spieler, die lächeln ins Publikum, kriegen also viel Geld und machen nichts.